Meine Damen und Herren, hallo beieinander aus dem RZ. Ich sehe gerade, der Friseur ist auch wieder dringend notwendig mal bei mir. Wir stehen hier am RZ-Platz und ich schalte jetzt mal um. Ich hoffe, das Ganze funktioniert natürlich auch. Denn hier sind die Palmen, das ist die Petra und das ist die Vanessa. Die Vanessa, die ist unsere Gesundheitsbeauftragte im RZ. Und ich habe jetzt die Petra sozusagen gerade, verpflichtet, eigentlich bestochen, genau, mit einer Amici-Pizza. Und also im Prinzip haben wir uns gerade kennengelernt, aber das macht nichts. Sie ist der Technik mächtig und sie filmt uns jetzt nämlich. Das ist unsere Kamerafrau. Petra, ich übergebe dir jetzt mal das Live-Bild. So. Und wir folgen jetzt, also um was geht's? Nur ein bisschen näher, sonst hört man uns. Hätten wir doch wieder, genau. Also wir hätten quer machen müssen, weil dann ist der Abstand besser gewährleistet. Um was geht es? Eigentlich stehen wir jetzt zu nah beieinander, aber ich mag jetzt nicht beim ersten Live-Post gleich mit der Maske rumlaufen. Es geht um das. Wir wollen, dass Sie Freude haben, im RZ wieder einkaufen zu können, aber mit Sicherheit. Das ist unsere Devise. Deswegen haben wir die Vanessa angestellt im Prinzip. Vanessa wäre sonst unsere Beachvolleyball-Betreuerin dieses Jahr geworden. Beachvolleyball wird heuer ausfallen, so wie es ausschaut. Also eigentlich ist schon ausgefallen. Und wir wollen einfach jetzt mal alles richtig machen und Sie sollen ein bisschen Freude haben, weil seit letzter Woche darf man wieder, jetzt gehen wir wieder ein bisschen näher hin, darf man einkaufen in fast allen Geschäften im RZ. Hoffentlich hört man mich auch. Wenn wir jetzt auf quer wechseln, das ist ziemlich blöd, gell? Oder? Ja. Ja, dann müssen wir es durchziehen. Aber du musst uns folgen. Weil wir sind natürlich nah beieinander. So, meine Damen und Herren, wir haben hier unsere Desinfektionsstation. Spender, mittlerweile funktioniert auch, gell? Mittlerweile. Türme, machen wir ein bisschen, wie das funktioniert. Also das weiß jetzt eigentlich jeder. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu leise bin. So, jetzt, weil oft genug war sie ja auch leer, die Station. Und oft genug ist auch ein bisschen Schindluder getrieben worden von den, Jugendlichen. Irgendeine muss sie jetzt sein. Aber funktioniert, oder? Bist du zufrieden? Vanessa, was sind so deine ersten Eindrücke? Du bist jetzt die erste Woche da, in unregelmäßigen Abständen natürlich. Und was ist dein Eindruck? Wie läuft es denn jetzt? Also die meisten halten sich echt sehr gut und laufen mit Maske rum. Entweder eine Stoffmaske oder eine Einwegmaske. Ich merke auch, dass sehr, sehr viele nach dem Einkaufen hier gleich die Hände desinfizieren, was natürlich auch sehr gut ist. Es gibt doch ein paar Einzelfälle in Hemmi oder in Rossmann überall, die keine Maske tragen und dafür bin ich da. Nicht nur, du hast auch Masken dabei. Ja. Ja, da kommen wir aber das nächste Mal drauf, wir melden uns jetzt hin und wieder mal zwischendurch, einfach weil ich Ihnen, unseren Gästen und Kunden im RZ einfach mal sagen möchte, was bei uns los ist. Weil das sind ein paar Sachen, die sind ein bisschen anders jetzt, sage ich jetzt mal. Nämlich zum Beispiel, dass jeder zweite Fahrradständer gesperrt ist. Warum? Weil mir das einfach zu nah war. Das war mir einfach zu eng. Das heißt, jetzt gehen wir mal in die Richtung, glaube ich, sonst. Folgst du uns? Du sollst ja rückwärts gehen, nicht wir. Überhol uns mal, Petra. Das war nicht klar vorhin. Ja, du kannst da ein bisschen, das darf wackeln. Bei diesen Live-Posts, das darf wackeln. RZ Facebook Live, wo schauen? Bei uns geht es natürlich weiter. Immer mehr Bilder. Oh nein, hier schwenken wir auch mal ganz kurz rüber. Genau, du kannst rüber ein bisschen mal schwenken. Das Bellissima hat auf. Das ist natürlich jetzt noch nicht so ganz das, was man sich so vorstellt oder was man so gewohnt ist. Mit Maske, mit Abstand, das ist schon ein gewisser Unterschied. Und da müssen wir uns jetzt daran gewöhnen und wir wollen Ihnen das so einfach wie möglich machen im Prinzip. Das ist sehr gut. Achtung, die Laterne kommt. Aber ihr seid schnell. Wir sind zu schnell. Dann bist du zu langsam. Nein. So, diese Wasser. Ja, ich sehe es. Du brauchst eigentlich immer alle beide drauf haben. Das ist nicht das geht eh nicht. Das geht eh nicht. Jetzt kommt Vanessa wieder drüber. Vanessa, die kriegt ab demnächst auch besser gekennzeichnet. Ja. Also. Am Mittwoch. Und das ist ja alles neu. Das ist ja alles
muss man erst austüfteln. Das ist ein unheimlicher Aufwand. Im Übrigen, meine Damen und Herren, jetzt bin ich wieder wichtig. Im Übrigen, meine Damen und Herren, auf unserer Webseite, auf unserer Homepage www.rez.de, da stehen ganz viele Details. Da stehen ganz viele Details drin. Diese Pizza wird, muss sich hart verdient werden. Ich glaube, die verdoppelt sich schon. Die Frage, warum hast du so riesen Pizzen stellen in der Rezept, gell? Mir soll das ja mal beschweren, ich glaube, da bin ich zuständig dafür. Das heißt, wo war ich drin? Auf der rez.de, auf der Homepage, ja. Da steht drin, was alles zu beachten ist, es muss halt geachtet werden, das ist halt so. Aber das heißt ja trotzdem, das schließt sich ja nicht aus, dass man trotzdem mit Freude einkaufen darf wieder. Das sind ja lange Entbehrungen jetzt gewesen. Die werden wir auch noch ziemlich lange haben, aufgrund der Riesenkosten. Darum möchte ich schauen, dass wir Ihnen das Einkaufen im RZ so angenehm, so freundlich, so schön, aber auch so sicher wie möglich hier, jetzt freue ich mich durch ein Wort, Ihnen teilhaben lassen, also dass Sie halt das machen können, auf gut bleibt. So, jetzt Petra Schäher. Was haben wir hier für so Bodenmarkierungen natürlich, ist ja klar. Das ist der Hasi, das ist einer unserer Bäcker. Da steht also schon, der Bus ist ein bisschen laut, darum komme ich näher. Da steht unsere Hygienestation-Flagge. Wir haben insgesamt drei Hygienestationen im RZ. Das ist jetzt die laute Räterstraße. Jetzt gehen wir mal schnell ganz kurz. Eisdiele, gehen wir mal darüber. Ich schau mal, es kommt kein Auto. So, und da haben wir gerade vorher ein Eis, habe ich genossen. Und das sind jetzt im Prinzip. Ich meine, da ist was los an der Eisdiele. Das ist sehr schön. Das war somit das Erste, was Freude hier gegeben hat. Eisleute, die wo Eis wollen, die stellen sich von links an. Währenddessen die bei der Post anstellen, wie beim Schreibanwalt, beim Wall, die stellen sich von rechts an. Weil das war natürlich ziemlich schwierig, das einmal so auszutüfteln. Und darum haben wir da gleich einen Teil gemacht. Das ist jetzt natürlich alles blanke Theorie und das ist alles ein bisschen kleinlich, das werde ich alles, alles fügen. Ich wollte nur damit sagen, wir haben uns wirklich ziemlich viele Gedanken gemacht, wie wir das hier am besten gestalten. So, und hier ist also der Parkplatz vorm Edeka. Und was sieht man hier? Nein, wir lassen schon. Das, was du da jetzt aufploppt, das sind die Leute, die live zuschauen. Meine Damen und Herren, so, die Batterie hält noch durch. Und Sie sehen hier, dass diese Baken, diese orangen Baken, ja, das ist im Rahmen unseres Parkplatz- und Sicherheitskonzeptes, was die Regierung fordert bei so größeren Einkaufsgelegenheiten, dass man einfach auch Abstand hat hier beim Parken. Ich finde es tatsächlich wichtig, auch wenn es blöd ist, sagen wir jetzt einmal, weil alles, wo Gedöns ist, alles, wo Ziegel auflaufen ist, das muss man sich einfach drauf halten. Man will ja einfach mit gutem Gewissen und gutem Gefühl einkaufen und dafür bin ich da und das möchte ich Ihnen bereiten hier im Retter Einkaufszentrum. Weißt du noch was? Nee, du hast eigentlich alles mit. Scheiße, bin ich mal im Bartel. Also, die Vanessa, du bist so mit dreimal da in der Woche, dreimal, viermal, je nach. Da, wo die meisten Leute da sind, sag ich jetzt mal. Du hast dich schon vorgestellt bei uns in Rezeptgeschäftsleitung. Du hast positive wie auch ein bisschen negative Sachen schon erlebt. Das muss man ja alles lernen. Das ist eine Sache wie Erfahrung sammeln. Ja. Hat ein paar Menschen an, aber keiner noch mitmacht das Ziel, oder? Also müssen wir Erfahrung sammeln und ich habe das Gefühl, du bist der richtige Mann, die richtige Frau für diesen Posten. Macht es Spaß. Ja, es macht mir schon Spaß am Anfang. Am Anfang war ich auch so, wie soll ich reagieren, wenn wirklich keine
jemand keine Maske auf hat, wie gehe ich hin, wie rede ich den an. Aber jetzt gehört es irgendwie dazu und das macht man locker und dann kommen auch die Leute freundlich und locker wieder zurück. Und es geht auch darum, dass du den Menschen helfen kannst, unterstützen kannst. Du hast immer Maske dabei, mehrere natürlich, du versorgst auch die Geschäfte. Das ist alles ein mordsgroßes Logistik. Das machen wir nächstes Mal, weil wir sind gerade in Arbeit, dass wir eine RZ-Mundschutz sozusagen, wir sind ein bisschen zu nah beieinander, ja? Aber nächstes Mal nehmen wir ein Querbild, dann ist das auch sicherer, ja? Also genau, und wir haben also www.rez.de und das war's für heute. Vielen Dank, deine Song. Petra, weißt du, wo man ausschreibt? Binden. So.